Moin, willkommen zu meinem neuen Spiel, was ich, na, neues Spiel habe ich schon ein bisschen länger, das Spiel, aber das erste Mal, dass ich hier eine Aufnahme mache und das bei YouTube poste. Da vorne seht ihr schon die Dampflok umkreisen und da ist unser Zug, den wir gleich fahren werden. Und das, wir sind auf der Strecke West of Scotland's Support Road von Carlisle über Dumfries nach Stampley führt die Strecke. Dies ist die Class 27, die wir gerade sehen hier. Die ist 1961, 1962 gebaut worden. 1500 ist Abfahrtzeit, sehr gut. Jetzt sollen wir die Leute einsteigen. Jetzt sind wir natürlich nichts hier. Mal gucken. So, da sind die Türen offen. Sehen schon mal gut aus, die Waggons, wie die Personen hier rumlaufen. Naja, wir gehen mal kurz... geht nicht so rein. Gut. Dann gehen wir mal hier gucken ein bisschen, was für Kameraperspektiven wir haben hier. Ah, sind die Standarddinger hier. Dann kommen wir noch einen Waggon rein, ne? Was haben wir hier? Kommen wir noch einen Waggon rein hier? Was ist das denn? Ich will da rein. Hallo. Ah, so kann man gehen. Okay, gehen wir mal hier lang. Wer sitzt da denn? Hallo, junges Mädel. Naja, gehen wir mal vorne rein. So, 1961, 1962 wurden die gebaut, die Züge. Meistens lasse ich es hier rüberfahren, aber ich mache mal kurz aus hier. Mal sehen, ob ich da klarkomme. So, Horn, Scheibenwischer, Braking, Zugbremse. Das hier müsste der Fahrtrichtungsbänder sein. Naja. Ich hoffe, wir haben es vorwärts eingestellt. Wir haben grün, wir können abfahren. Engine Brake ist jetzt angezogen. Mal. Was ist los? Habe ich jetzt ganz angezogen? Nee, wir fahren mit Öl. Das ist ein Fail, ne? Ja. Ah, 100%, okay. Das ist ja nicht die Geschwindigkeit so hier richtig. Ah, da ist die Geschwindigkeit, okay. Bevor wir einen Fail machen. 20 dürfen wir fahren. Machen wir mal so. Das einzige Problem ist, jetzt weiß ich nicht, wie schnell wir den nächsten Punkt fahren dürfen, wenn ich das so fahre. Ja, wie gesagt, 69, also 1961, 1962 gebaut worden, dieser Zug hier. Wie schnell fahren wir? Wir fahren jetzt 120, bisschen langsamer. 69 Fahrzeuge wurden von dieser Lok gebaut, laut Wikipedia. Länge 15,47 Meter. Gewicht 71 bis 76 Tonnen, kommt auf nach unserer Ausführung an. Ja, jetzt haben wir ungefähr 20. Ich weiß nicht, ob ich schon zu schnell bin. Vielleicht dürfen wir 40 fahren. Los, abfahren, das sieht man natürlich hier nicht. Das ist dumm, ne? Kann man das 3 jetzt einblenden. Ja, hier kann man es besser sehen. Aber hier sieht man ja, Höchstgeschwindigkeit sind wir auch hier sehr gut. Halten wir, haben wir das hier an. Brauche ich ein bisschen Hilfe jedenfalls. So, wir können ein bisschen mehr Gas geben. Top Speed, 90 Meilen pro Stunde, 145 km/h. Ja, sehr spärlich eingerichtet. Sieht auch ziemlich alt aus. Wie bei mir neu gestrichen werden oder. Hier ist alles direkt dran, wie ihr seht, oder was es sein soll. Da kommt uns ein Dampflok entgegen. Und wir müssen schon Gas geben. Ja, ich bin ganz in Ordnung, aber ich schaue auch noch an der Geschwindigkeit. So, gleich sind wir bei 60 Meilen pro Stunde, da können wir richtig Gas geben. Jetzt sind wir schon mal 37. Ja,
wir kommen jetzt aus KAL raus. Soll ich hier so eine, wie bei der ARD oder ZDF, so eine Nachtsendung machen, wo ich nicht rede und einfach nur Zug gefahren wird? Das könnte langweilig werden, ne? Für euch. Oh, ja. Frames sind nicht so hoch hier. Bei 11 Frames habe ich jetzt hier 12. Das ist in Ordnung für das Spiel hier. Ich darf 60 fahren, ne? Kann das nicht. So. Nächster Halt ist Kretna, Green Plattform, 8 Meilen. Ja, hier ist auch ein schönes kleines Stellwerk, wo wir jetzt dran vorbeifahren auf der linken Seite. Da kann ich es mal zurückblicken hier. So, gleich können wir 75 fahren. Dann auf Fußgeschwindigkeit gehen auf 90 langsam. Ab hier ist 75 auf dem Schild hier vorne. Ja, sehr nett eingerichtet. Wieder auf das Stabilgetränk. Ah, hier können wir nicht anschauen, ne? Sandsteuer. Das ist deutsches hier. Engine brauchen wir. Engine brauchen wir. Scheibenwischer. Horn. ABS, RS-Button. Zu der Lichtschalter. So, wir fahren jetzt 60 Meilen pro Stunde. Zieht man den kleinen Lichtschalter, das ist hier links hier. Ohne Licht zu fahren, das ist gefährlich, ne? Das blenden möchte ich auch noch. Mal machen, sonst hat man nachts. Ah, sieht schon viel schöner aus so. Wo ist jetzt dieses Lichtschalter? Scheibenwischer habe ich schon gesehen. Engine. Sandstreuer. Hier ist nichts, keine Funktion. Wurde den Lichtschalter versteckt. Das Licht, kein Lichtschalter. Das ist auch nichts. Hier komme ich nicht hin. So, wir fahren jetzt schon 70 Meilen pro Stunde gleich. Können wir kurz hoch? Ja, Lichtschalter finde ich hier nicht. Das Mittenleuchte finde ich hier, aber den Lichtschalter nicht. Ja, damals sind ja noch Dampfloks rum. Inzwischen ist es jetzt schon DSGs hier. Recht neu für die Fahrgäste hier. Aber wie man sieht hier, sehr gut eingerichtet hier. Sehr schön aus. Die Scottish Line. Haareil. Das ist eine Hütte da. Ja. Aber ich suche mir noch die Lichtschalter. Vorne ohne Licht, die 1% Bremse angeht. Ups. So. Gleichzeitig angezogene Bremse fahren ist auch nicht so gesund, ne? So, wir sind jetzt schon auf 80 Meilen gleich. Noch 10 Meilen, dann haben wir die Höchstgeschwindigkeit von 145 km erreicht. Landschaft sieht doch hier schön aus. Könnte ich mal hier Kamera vorbeifahren und machen. Können wir machen. Da muss vier sein, glaube ich, ja. Und da fährt sie vorbei. Die Class 27. Mit Personentransport. Habt ihr ein bisschen mehr zu sehen? Von außen nochmal. Eine der ersten Diesellokomotiven hier auf dem englischen Kontinent, wie es aussieht. Ob da noch andere Bahnen, das weiß ich nicht. Bin ich so ein Bahnprofi, der jede Zuglinie aus dem Kopf kennt, wenn er entgegenkommt. Aber das muss man ja auch nicht sagen, ne? Hauptsache Spiel macht Spaß. So, Whistle.
Whistle, Whistle, Whistle. Whistle, Whistle, Whistle. Was ist Whistle? Den Bahnübergang hier. So, 1 zu 500, 1 zu 600, das scheint steigend zu sein. Steht hier unten. Wir sind jetzt bei 84 Meilen pro Stunde gleich. Und wir fahren insgesamt ungefähr 50 Minuten. Hier brauchen wir nicht viel machen, dafür wird das gehen. Ups, da war ein Hoppel. Ja, die Bäume sehen auch ganz gut aus, wenn man nicht gerade draußen ist. Und draußen drehen sich die Bäume mit. Oh, 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 was ist hier los? Ja, toll. Wenn man nicht sehr aufpasst, ne? Jetzt kann ich die Bremse nicht reinkriegen, jetzt muss ich hier bremsen. Notbremse drin. Kann ich zurückstellen, die Bremse. Shit. Ich hab versagt, Leute. Warum ist er rausgehauen worden, der Gang? Kann ich Bäume zeigen und jetzt muss ich hier Notbremse machen. Ich bin voll Minuspunkte. Klasse. Ah. Nicht wir. Ah. Das ist das Dumme, wenn man Maus steuert hier. Na, 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 na. Auf Null will ich haben. Gas geben. Jetzt hat er mir die Notbremse reingehauen hier. Jetzt braucht er wieder, bis er Gas gibt hier. Der Fahrtrichtungshebel ist auch auf Null. Na toll. Ja, das ist der Nachteil. Der ist Notbremse reingezogen. Ich wollte mir den Bäumen zeigen. So, dann gib mal Gas, du alte Lok. Kommt dir eine Dampflok entgegen. Auf Geschwindigkeit kommen, dann bringt es wieder. Wenn ich schon mal raufgehe. Naja, minus 36 Punkte ist ja nicht allzu schlimm. Schlimmer wäre es, wenn es minus 900 wären oder sowas. Hier ist das Ding. Ja genau, aber es ist Reset. Reset. So. Das nächste Signal müsste rot sein. Ah ne, 40 km/h, das ist ja klar. Okay. Ja, dann fahren wir 40 km/h Meilen. Ich gucke mal, was mit den Bäumen zeigen. Wie man sieht, die drehen sich mit. Sieht ein bisschen komisch aus. Wenn das 3D-mäßig aussieht, drehen sich mit. Das sind aber nur Bilder, 2D-Bilder, die einfach so in der Kamera mitdrücken. Naja, bei denen sieht man es nicht so. Das könnte ein richtiger Baum sein, aber bei den anderen drehen sie sich mit. Deswegen, falls sie behindern sich, dann merkt man das nicht so. So, dann kann ich mal langsamer werden hier. Ich mal auf 40 reduzieren. Brems, 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 brems. So. Ah, das mag ich nicht. So, auf Null. So, jetzt mal Gas geben wieder. Damit wir auf 40 kommen müssen. Also bis
das merkt man auch hier, dass die Bäume sich mitdrehen, aber in dieser Kameraperspektive ist es ein bisschen authentischer.